In diesem Finale stehen sich Frankreich und Russland gegenüber. Deutschland, der Titelverteidiger, hat es diesmal nicht ins Finale geschafft. Frankreich war bei der letzten Jugend-Europameisterschaft in Russland Dritter und Russland bei der Heim-EM nur 13. Also da gilt es doch einiges wieder gut zu machen. Schüler, das bedeutet eben unter 15. Wir sind bei der zweiten Begegnung. Nikita Jarushin, der Bursche aus Russland im roten Dress gegen Alessandre Cassin, das ist der Franzose und der ist die aktuelle Nummer 1 in der Jugend-Europa-Rangliste. Beide Jahrgang 1998, allgemein die Franzosen sehr dominant, vor allem beim männlichen Nachwuchs. Ein Punkt wieder für Cassin, er kommt aus Issy-les-Moulineaux, spielt bei Issienne, das ist ein Club in der Nähe von Paris, trainiert aber in einem großen Trainingszentrum im Nord. Wieder herrlicher Ballwechsel, diesmal mit dem besseren Ende für Jarushin. Da ist schon viel Power dahinter. Extrem gute Technik auch schon bei den unter 15-Jährigen. Sehr hohes Niveau. Tolle Spiele, die hier bei dieser Jugend-Europameisterschaft in Schwechat geboten werden. Gespielt wird bei den Schülern in einem System, das gleich ist dem Davis Cup System im Tennis, das heißt zwei Spieler bestreiten die Einzel. Das sind im Fall Frankreichs eben Alessandre Cassin und Can Akuzu, für Russland Konstantin Tschernow und Nikita Jarushin. Und dann gibt es in jedem Fall noch ein Doppel, welches Team drei Matches für sich entscheiden kann, ist der Sieger dieser Partie. Sehr schnelles Spiel an der Platte. Jarushin auch schon ein sehr emotionaler Bursche. Die ersten beiden Sätze hat Cassin gewonnen, klar gewonnen, 11-4, den ersten 11-7, den zweiten Satz. Und auch in diesem Match ist die Nummer 1 der europäischen Jugend klar dominant. In der ersten Partie hat es einen Sieg für den Russen gegeben. Tschernow hat Akuzu geschlagen mit 3-2. Und jetzt hat Cassin also die Möglichkeit, auf 1-1 zu stehen. Sehr schön, auch sehr flink. Auf den Beinen, gut nach vorne gekommen zum Flip. Schöner Punkt für Cassin. Und da sieht man, wie viel Gefühl der hat, wie viel taktisches Verständnis da auch schon dahinter steckt. Herrlicher Block. Und auch aus der Bedrängnis, aus der Defensive heraus, immer wieder sichere Schläge bei Alessandre Cassin. Österreich in diesem Bewerb Achter geworden, ins Viertelfinale eingezogen, das war eine Überraschung. Beste Platzierung für die Österreicher seit 1991. Im Viertelfinale hat man dann 2-3 gegen Belgien verloren, vorher allerdings der größte Erfolg, ein 3-2 Sieg gegen Schweden. Erster Matchball jetzt für Alessandre Cassin, beim Stand von 10-7. Und den vergibt er mal.
Kurz davor hat es die rote Karte gegeben für den russischen Coach, weil er ins Spiel hineingecoacht hat. Das ist ja streng verboten, nur während eines Timeouts darf gecoacht werden. Zweiter Matchball und der geht durch. Kazan gewinnt 11-4, 11-7 und 11-8, stellt damit auf 1-1. Auch das Doppel darauf kann Frankreich gewinnen mit Kazan Akuzu und somit könnte es jetzt schon zur entscheidenden Partie kommen zwischen Tschernow und wieder Alessandro Kazan. Die ersten beiden Sätze hat Kazan gewonnen und auch jetzt führt er bereits mit 10-5 im dritten Satz. Die Entscheidung also auf dem Schlag. Erster Matchball wieder vergeben. Tschernow kämpft sich bis auf 2 Punkte heran. 8-10 aus der Sicht des Russen, der jetzt serviert. Und dann kann er die Chance aber nicht nutzen. Kazan macht den Punkt und damit ist Frankreich in der Schülerwertung Europameister. Besiegt Russland mit 3-0. And European Champion 2012, France! Jugendweiblich, das bedeutet, dass die Mädchen hier bis 18 Jahre alt sein dürfen. Hier heißt das Finale Rumänien gegen Russland. Russland, das ist sie, die Vertreterin, die prominenteste Vertreterin der russischen Mannschaft, Jana Noskova, hat sich auch für die Olympischen Spiele in London qualifiziert. Und Russland ist der Titelverteidiger von der letzten Europameisterschaft in Kasan. Und damals haben die Russen vor den Rumäninnen gewonnen, also quasi eine Neuauflage des letzten Finals. Allerdings auch die Gegnerin, Bernadette Söcs, eine hochkarätige Spielerin, ist die Nummer 1 in der Jugend-Europa-Rangliste und in der allgemeinen Weltrangliste immerhin die Nummer 74. Also das ist schon höchste Sahne, was man hier an der Platte zu sehen bekommt. 2-2. Der Spielstand im möglicherweise schon entscheidenden Match. Und wir sind im vierten Satz. Den ersten Satz hat Söcs gewonnen, 11-4. Den zweiten Moskova mit 11-9. Im dritten wieder Söcs dran mit 11-6. Und jetzt führt Söcs mit 3-2. Eine enge Partie, eine ausgeglichene Partie. Das ist auch zu erwarten und sicher die beste Partie, die an diesem Finaltag hier in Schwechat geboten wird, was die Klasse der beiden Spielerinnen betrifft. Moskova wird auch nur im Teambewerb hier antreten in Schwechat, verzichtet auf die Einzelbewerbe, um sich dann voll und ganz den Olympischen Spielen in London zu widmen. Söcs hingegen auch die Titelverteidigerin des letzten Einzelbewerbes 2011. Ist sie bereits einmal Jugend-Europameisterin im Einzel und im Team geworden und ist die unumstrittene Nummer 1 im Moment in Europas Nachwuchs. Die Tischtennis-Prinzessin, wie sie auch genannt wird. Rumänien nach
Siegen über Griechenland, Frankreich und Kroatien in dieses Finale eingezogen. Die Russinnen haben in der ersten Runde übrigens Österreich ausgeschaltet, dann Schweden und schließlich im Halbfinale Deutschland. Österreich, die österreichischen Jugenddamen haben im Endeffekt den 16. Platz erreicht und damit um einen Platz nur den Platzerhalt in der ersten Kategorie verpasst. Sieben zu sieben. Der vierte Satz. Ganz spannend ausgeglichen. Beide Spielerinnen in Augenhöhe. Moskova versucht sich immer wieder auch an Fehlern von Serge aufzurichten, zu motivieren. Sie hat ja ihr erstes Match verloren, etwas überraschend, gegen Irina Ciobanu. Serge hingegen hat ihre erste Partie ganz klar gewonnen, 3:0 gegen Ekaterina Guseva. Daher 2:1 der Zwischenstand für Rumänien vor diesem vierten Match. 10:8. Damit gibt es jetzt zwei Matchbälle für Rumänien. Zwei Chancen für Bernadette Söcs, den Europameistertitel zu holen. Aber spektakulär abgewehrt von Moskau. Nur noch 10:9. Nur noch ein Matchball. Auch diesmal macht sie den Fehler. 10:10. Jetzt Noskova mit leichtem psychischen Vorteil. Zwei abgewehrte Matchbälle. Und sie serviert. Ja, und statt Europameistertitel für Rumänien, jetzt Satzball für Russland. Und sie holt sich den Satz. Bernadette Söcs hat im Finish dieses vielleicht schon entscheidenden Satzes die Nerven ein bisschen weggeschmissen und die Entscheidung vertagt in den fünften Satz, in dem jetzt die Entscheidung fallen muss. Nach ihren ersten beiden Aufschlägen. Hochklassige Partie im Damentischtennis auf höchstem Niveau, nicht nur der Jugendklasse, sondern auch bereits der allgemeinen Klasse. Im kurzen Spiel mit viel Gefühl geschupft von Bernadette Söcs. Schon zwei Punkte Vorsprung. Ja! Mit jedem Punkt, den Bernadette Söcs macht, steigt sichtbar ihr Selbstvertrauen. Angefeuert von den Teamkolleginnen hinten. Von der eigenen, von der rumänischen Bank. Vier zu zwei. Von drumherum hier bei dieser Europameisterschaft. Alles wie bei den Großen, wie in der allgemeinen Klasse. Nicht umsonst ist das ein Probegalopp für die Europameisterschaft der allgemeinen Klasse, die ja nächstes Jahr hier in Schwechat stattfinden wird. Und dieses Kompliment muss man den Veranstaltern machen. Es funktioniert alles wie am Schnürchen. Es ist eine großartige Veranstaltung mit hervorragender Organisation, auch rundherum abseits der Tischtennishalle und einer wirklich schönen und guten Atmosphäre.
5:3 die Führung für die Rumänin. Beim Seitenwechsel, der ja im Tischtennis in jedem fünften Satz nach 8 Punkten stattfindet. Nur noch 5:4, nur noch ein Punkt Vorsprung. Schön gespielt von Noskova, mit viel Gefühl. Sie ist keine, die immer nur beinhart durchzieht, Topspin durchzieht, sondern die auch mit einem guten Auge und einer gefühlvollen Hand immer wieder für sehenswerte Punkte sorgt. Jetzt geht sie sogar in Führung. 6:5 für die Russin. Es wird brenzlig, die rumänischen Fans helfen mit. Kann Russland den Titel aus dem eigenen Land verteidigen hier in Österreich, in Schwechat? Oder schafft Bernadette Zötsch doch noch diesen Satz und damit das Match umzudrehen und für sich zu entscheiden? 7:7. Angriff von Zötsch. Toller Angriff. Und mit der Faust, mit dem Jubelschrei will sie nicht nur sich selbst motivieren, sondern auch der Gegnerin zeigen, ich bin da, ich bin stark. Das sind so die kleinen Psychotricks auch im Tischtennis. 9:7. Gegensatzende, jetzt vielleicht die entscheidende Führung. 2 Punkte Vorsprung für die Rumänen. Und sie hat Service. Und da ist er wieder, der Punkt. 3 Matchbälle, 3 Turnierbälle für Bernadette Zötsch. Und da ist er, der Punkt. Rumänien schafft die Revanche und wird Jugend-Europameister im Team der Damen mit Bernadette Zötsch, Irina Ciobanu und Bernadette Balint. Ja, nicht nur beim Feiern, sondern auch beim Zuschauen ihrer etwas jüngeren Kolleginnen, die ebenfalls im Finale stehen bei den Schülerinnen. Da hat es Rumänien ins Finale gegen Deutschland geschafft. Die Rumäninnen bei der letzten Europameisterschaft in dieser Altersklasse wieder der unter 15-jährigen Dritte. Deutschland war Zweiter in Kasan. Europameister waren die Russinnen, die diesmal im Halbfinale gegen Deutschland mit 0:3 ausgeschieden sind. Und während bei der Jugend der normale Teammodus im Tischtennis, den wir gewohnt sind, mit maximal 5 Einzeln gespielt wird, bei den Schülerinnen wieder der gleiche Modus wie im Tennis Davis Cup mit 2 Einzelspielerinnen und einem Doppel. Und dieses Doppel sehen wir hier auf der Seite der Deutschen, Alena Lemmer und Yuan Wan, die beiden im roten Dress. Und für Rumänien Adina Diaconu und Andrea Klapper. Die ersten beiden Einzel haben jeweils die deutschen Spielerinnen gewonnen. Lemmer mit 3:2 gegen Diaconu und Wann ebenfalls 3:2 gegen Klapper. Das heißt, Deutschland könnte jetzt in diesem Doppel bereits für die Entscheidung sorgen.
Österreich bei den Schülerinnen vertreten gewesen. Da ist es am Ende der 22. Platz für die Österreicherinnen geworden. Rumänien hat in der ersten Runde Slowenien geschlagen, dann Polen und schließlich in einer engen und spannenden Partie im Semifinale Frankreich mit 3:2. Deutschland nach Siegen über Lettland, Ungarn und eben Russland im Finale. Sehr schön, gutes Auge von Jan. Auch hier im Doppel bei den unter 15-jährigen Damen allerhöchstes Niveau und wunderbares Tischtennis zu sehen. Den ersten Satz haben die Rumäninnen gewonnen mit 11:9, den zweiten die Deutschen mit 11:9, ebenso den dritten. Und dieser vierte Satz, der könnte jetzt schon die Entscheidung zugunsten Deutschlands bringen. Yuan Wan, die Spielerin beim Aufschlag, während hier der Schiedsrichter seine gelbe Karte sucht. Auch hier wurde vom Trainer etwas hereingerufen, obwohl das nicht erlaubt ist. Yuan Wan, Europa Top 10 Zweite in der Schülerklasse zu Jahresbeginn, ist schon in Deutschland zur Welt gekommen, spielt in Busenbach in der zweiten Bundesliga. Auch ihre Eltern beide Tischtennisspieler gewesen. Vater auch sehr gut, ebenfalls Spieler in der zweiten Bundesliga. Alena Lemmer kommt aus Baunatal in Hessen, spielt auch in der zweiten Bundesliga beim KSV Baunatal. Sehr schöner Punkt wieder für die beiden. Deutschen Nummer 3 und Nummer 8 in der europäischen Jugend. Rangliste oder Schülerinnen-Rangliste, die Rumäninnen auf den Plätzen 9, Andrea Klapper, und 11, Adina Diacon. Schön serviert, konnte die Rumänin den Schnitt im Service nicht richtig lesen. Der Schnitt, der eigenen Mitspielerin ja unter der Platte mit den Fingern immer wieder angezeigt wird, so wie hier, damit sie weiß, mit welchem Ball sie zu rechnen hat, wie er von der Gegnerin zurückkommt. Aber das haben die Deutschen wieder sehr fein gemacht, die nicht nur die Partie gewinnen, sondern auch das Finale gegen Rumänien mit 3:0. Eine klare Angelegenheit und die deutschen Schülerinnen freuen sich über den Titel. Die letzte Teamentscheidung ist jene der jugendlichen Burschen und hier heißt das Finale Frankreich gegen Deutschland, also sowohl bei den Schülern als auch bei den Jugendlichen Frankreich im Finale. Schon erwähnt, die Franzosen hier mit einer herausragenden Nachwuchsarbeit, vor allem bei den Burschen. Für Frankreich Simon Gossy, einer, der auch in der allgemeinen Klasse schon Fuß gefasst hat, Tristan Flor und Antoine Achard, Deutschland mit Frederik Jost, Benedikt Duda und Marc Rode. Und wir sind hier in der zweiten Partie zwischen Flor und Duda. Im ersten Spiel hat Gossy
also der Franzose, gegen Just mit 3:1 gewonnen. Und auch in diesem Spiel sind die ersten beiden Sätze bereits an den Franzosen gegangen mit 13:11 und 11:1 und jetzt bereits 5:0 die Führung für Flo. Tristan Flo, im Vorjahr auch Einzel-Europameister in der Unter-18-Klasse. Benedikt Duda, die Nummer 1 der Deutschen, ist die Nummer 8 in der Jugend-Europa-Rangliste. Kommt aus Berg Neustadt bei Köln. Und ist deutscher Jugend-Vizemeister. Sehr schöner Ballwechsel, wieder mit dem besseren Ende für den Franzosen, der jetzt schon 6:1 führt. In dieser Klasse hat Österreich bei den Burschen den 17. Platz erreicht und damit den Aufstieg in die erste Kategorie geschafft. Gegen Dänemark übrigens in der entscheidenden Partie. Und das ist schon Tischtennis vom allerfeinsten, 7:2 die Führung für Tristan Floch. Aufholen. Benedikt Duda zum 3:7 aus seiner Sicht. Aber jetzt ist Flo schon 5 Punkte voraus und es fehlen ihm nur noch 3 Punkte zum Matchgewinn und somit zur 2:0 Führung für Frankreich. Damit rücken auch die jugendlichen Franzosen dem Ziel hier, den Europameistertitel in der Mannschaft nach Frankreich zu holen, so wie ihre Kollegen aus der Schülerklasse, immer näher. 9:3 für Flo, 2 Punkte fehlen ihm noch. Und 7 Matchbälle sollten doch reichen für Frankreich. Und Tristan Flo, wobei ein Service noch bei Deutschland verbleibt. Ja, den hat er verschlagen. Aber jetzt wechselt der Aufschlag 10:4. Und damit immer noch 6 Matchbälle für Frankreich. Und den Punkt macht er. Duda schlägt den Ball ins Netz. Frankreich führt gegen Deutschland mit 2:0. Und in der dritten Partie trifft Antoine Achard auf Marc Roth. Die ersten beiden Sätze hat Achard gewonnen. 11:5, 11:7. Jetzt steht es 5:1 bereits für den Franzosen. Und das kostet Nerven, das merkt man auch bei Marc Rode. Macht Fehler, die er normalerweise nicht macht in dieser Intensität. 7:1. Ja. 8:1 für den Titelverteidiger Deutschland bei der letzten Europameisterschaft in dieser Klasse nur 13. Also sollte es doch nur für den Vize-Europameistertitel reichen, dennoch ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zum letzten Jahr. Neun Matchbälle, 9 Turnierbälle für Frankreich, ein Service noch
für Just. Ja, und den einen Punkt macht er. Verbleiben immer noch 8 Matchbälle für Frankreich. Und jetzt ist es passiert, Frankreich gewinnt gegen Deutschland im Finale der jugendlichen Burschen. Klar mit 3:0 und ist wie bei den Schülern Team Europameister.